So. Ja, meine Damen und Herren. Im Bund und in Hessen, das wissen Sie, da zeichnet sich immer noch keine neue Regierung ab. Aber in Bayern, im Land der absoluten Mehr, da ist alles geritzt. Horst Seehofer hat die Koalitionsverhandlungen mit sich selber erfolgreich abgeschlossen. Er fand alle seine Vorschläge super. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Heute Show Royal TS mit der wunderbaren Caroline von Kebekus, meine Damen und Herren. Unsere Adelsexpertin Caroline Comtesse von Kebekus, meine Damen und Herren. Ja, ich fühle mich jetzt total... Ich fühle mich neben dir völlig underdressed. Eine Sekunde, bitte. Moment. Es muss ja schon zueinander passen bei der Doppelmoderation. So. So, Caroline. Ja. Waren das tolle Bilder da aus München? Oliver, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, sogar innen. Wie sich da der alte und neue Ministerpräsident in einer offenen Kutsche zur Vereidigung fahren lässt, gezogen von vier Lipizzanern, die Ilse Aigner persönlich vor der Lasagne gerettet hat. Traum. Ja, das ist Bayern. Wunderbar. Ja, das haben wir von Heute Show Royal TS zu Recht stundenlang übertragen. Jubelnde Untertanen am Wegesrand. Kaiserwetter, was sage ich, Horstwetter? Ach ja, zum Glück, denn am Himmel gab es ja einiges zu sehen. Kampfflieger der königlich bayerischen Luftwaffe schicken einen Gruß an alle Amigos in der CSU in Form eines blau-weißen Sombreros. Wirklich herrlich. Und dann natürlich der emotionale Höhepunkt. Das Volk hält den Atem an und der Monarch spricht die großen Worte gelassen aus. So wahr mir Gott helfe. So wahr ihm Gott helfe, als wenn Gott diesem Mann helfen müsste. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Umgekehrt. Du liebe Güte, was hat die Landtagspräsidentin denn da an? Gut, dass Sie fragen. Das hat sie selber geschneidert aus der alten Hollywood-Schaukel ihrer Großeltern. Barbara Stamm übrigens wiedergewählt, auch mit den Stimmen der SPD. Ja, das wissen viele gar nicht. Auch in Bayern ist Opposition erlaubt, solange sie der Regierung hilft. Verstehe. Und dann gab es ja endlich die Vereidigung des Hofstaats, des Kabinetts. Ja, und ich schäme mich nicht, es zuzugeben. Da habe ich wirklich ein Tränchen verdrückt, als die beiden Kinder von Horst Seehofer da so fesch angezogen standen. Also der Markus und die Ilse, die jungen Thronfolger. Die haben ja jeder ihr eigenes Superministerium geschenkt bekommen vom Vater. Die kleine Ilse wird Wirtschaftsministerin und der mopsige Markus Finanzminister. Und zusätzlich, Achtung, ganz neues Amt, Heimatminister. Wow! Wofür ist denn ein Heimatminister zuständig? Ja, für Heimat. Bayerische Belange. Fingerhakeln, Schuhplattlern, besoffen Autofahren, sowas. Ach ja, und der Helmut Brunner, der bleibt Landwirtschaftsminister. Der Brunner? Ja. Ist das nicht der, der seine Nichte, seine Schwester und seine Frau auf Staatskosten bei sich angestellt hat? Ja, wieso? Nur so. Ach, der Seehofer, da kann der traurige Rest von Deutschland wirklich nur von träumen. Das ist ein Macher, ein Mannsbild. Frauen bekommen schon bei seinem Anblick einen Eisprung. Und wenn er über den Acker geht, fällt die Kartoffelernte besser aus. Keine Frage, nur er kann dafür sorgen, dass... Dass alle eure Hoffnungen in Erfüllung gehen mögen. Ein bisschen Spannung drin ist. Ja. Vielen Dank, Caroline von Kebekus. Oh Gott! Ich habe mir mit der Perücke das Echthaar ruiniert, meine Damen und Herren.